Nach der offiziellen Begrüßung am Freitag sollte er fallen, der Startschuss vom gemeinsamen Vereinsfest. Lange genug hat es wieder gedauert, dass wir mal in so einer schönen Runde zusammen sein durften. Deshalb herzlich willkommen zum ersten gemeinsamen Sportfest vom SV Mölzen und vom SV Groß-Grimma. Es freut uns, dass es wirklich so vom Wetter her jetzt auch passt. Ja. Aktuell sieht es ja laut Wetterbericht gut aus, dass wir noch ein bisschen Chance haben, bis morgen Abend im Morgen durchzukommen. Deshalb reizen wir es nicht so lange aus. Fangen wir pünktlich an mit dem Fastbeanstich von unserem Bürgermeister. Und wie immer drücken wir natürlich den Daumen, dass alles gut geht. Dabei mussten allerdings kleine Hindernisse überwunden werden. Denn beim Fassbieranstich reichten eben zwei Schläge nicht aus. Gooding will eben Weile haben. So sorgte bereits die Eröffnung des Festes für Unterhaltung und Stimmung pur. Also wie jedes Jahr, die Tradition wird fortgesetzt. Nee. Na bitte, es geht doch. Und das habe ich jetzt ohne Hammer gemacht. Und so sollte es auch im gesamten Festwochenende bleiben. Denn es war so einiges geplant. Ja, wir sind heute beim SV 1919. Und wenn ich hier rüber gucke, ist mir das SVG. So, es ist ein Sportfest, es ist ein gemeinsames Fest. Erzählt mal, ihr habt euch jetzt ganz einfach entschlossen, zusammen das Ganze zu machen. Genau, wir haben ja seit jetzt im zweiten Jahr eine Spielgemeinschaft schon im Fußballbereich, ja, was auch sehr gut funktioniert. Das setzen wir auch dieses Jahr mit fort. Und wo Groß-Grimma das Heimatfest gehabt hätte, da ging es leider Corona-bedingt nicht. Und da haben wir eben gesagt, komm, im Fußball, das klappt so schön, arbeiten wir alle gut zusammen, probieren wir das eben auch mal hier auf der Schiene. Ja, ja, das ist eine tolle Idee. Ein bisschen ungewohnt, nicht bei SVG zu sein oder? Nee, nicht mehr, ne? Es ist überhaupt nicht ungewohnt. Es ist, wir haben gesagt, wir machen es als Sommerfest der Vereine. Einfach mal, wenn wir jetzt dürfen, was für die Stadt zu machen, um die Leute mal wieder rauszuholen. Es lechzt ja jeder irgendwo mal nach ein bisschen Normalität. Und da haben wir gesagt, wenn wir schon zusammenarbeiten, können wir auch zusammen feiern. Und das versuchen wir jetzt mal. Und ich denke, das wird uns super gelingen. Also doch, das passt. Das denke ich schon mal, wenn man die Feste kennt. Ja, genau, bei beiden Vereinen, ja, immer wunderschön. Genau. Es wird aber nicht nur gefeiert, es wird auch sportlich ein bisschen was gemacht. Genau. Heute Abend haben wir wieder zum einen unsere Volleyballturniere mit den Mannschaften der Abteilung, wie wir es im DSJ haben, dass es wirklich nur Freizeit ist. Und dann gibt es noch ein Freizeitfußballturnier heute Abend. Und dann für morgen ist früh wieder das sportliche Volleyballturnier geplant, also mit richtigen Mannschaften. Und dann ab 12 Uhr ist dann auch Herrenfußball angesagt. Aber es geht doch früh schon um 9 los mit den Bambinis, oder habe ich jetzt was falsch? Nee, das passt. Die Kinder sollen ja auch ihre Plattform bekommen und die lechzen ja auch danach, sich wieder zu messen in Turnieren. Um 9 geht es mit den Bambinis los und dann gucken wir mal, wie die über den Platz sausen. Also und heute Abend wird so bei toller Musik so richtig gefeiert. Ganz genau. Wir haben wieder unsere Jugenddisco im Gepäck. Na, und da hoffen wir mal, dass wir da wieder gut für Stimmung sorgen werden. Und das ist auch bei der Saalewelle zu hören, ne? Genau, die Saalewelle hat gefragt, ob sie das übertragen darf. Und das haben wir natürlich kein Problem damit, ne? Die ist dann heute Abend auch hier, mehr oder weniger mit vor Ort, ganz genau. Ja, dann kann man euch nur eins wünschen, dass Petrus die Schleusen geschlossen hält und euch viel Spaß, ja, für das ganze Wochenende. Danke. Genau, danke schön auch. Danke, tschüss. Ciao. Am Samstag ging es dann recht sportlich zur Sache. Volleyball und Fußball waren angesagt. Punkt 12 Uhr stellten die Mannschaften ihr Können unter Beweis. Für Speis und Trank war natürlich, wie könnte es anders sein, ebenfalls gut gesorgt. Ja, und was wir so am Nebenschauplatz eingefangen haben, schauen Sie mal. Wenn der Vater mit dem Sohnemann. Abends ging dann nochmal so richtig die Post ab und zum Ausgang ein tolles Feuerwerk.